Nerat dagegen ist nur eine Katze, die mit einer Maus in Reichsgröße spielt, nicht wahr? Was denkst du über Nerat? Was? Ach, vergiss es. Im Lager geschieht nichts Interessantes und die Einsamkeit macht mich paranoid. Nerat ist da, ich konnte Geheimnisse. Er hat gewiss das eine oder andere, das er mit niemandem teilt. I can't be expected to keep track of all his comings and goings. His plans and secret meetings. His betrayals. Jetzt guckt sie nachdenklich. Man kann nicht erwarten, dass ich all sein Kommen und Gehen genauestens verfolge. Seine Pläne und Geheimtreffen. Seine Trauerbrüche. Sie verstummt und steht einige Augenblicke lang still und gedankenverloren da. Anyway, we have a more important matter to deal with. There is something you can do to assist me. Wie dem auch sei, ich muss mich um wichtigere Dinge kümmern. Du kannst mir bei etwas helfen. Aus dem Augenwinkel siehst du, dass sich Lyra sich die Hände auf die Ohren hält und sich von Cyrin abwendet. Cyrins Mund öffnet sich zu einem kreisrunden Ohr. Der Klang, der daraus entweicht, ist fesselnd bezaubernd. Er dämpft das Umgebungsgeräusch des Lagers, bis außer ihrer Stimme nichts mehr zu existieren scheint. Remove my helmet. Entferne meinen Helm. Die rubinrote Kopfbedeckung auf ihrer Stirn blinzelt warnend auf. Was hast du mit mir vor? Zur Dienstnacht und den Jahrherrin augenblicklich strahlende. Was hast du mit mir vor? Really? That's it? How disappointing. It was worth a try, I suppose. Though it appears to have been a colossal waste of effort. Wirklich, das ist alles? Wie enttäuschend. Nur, es war wohl einen Versuch wert. Auch wenn es eine kolossale Vergeudung von Mühen war. Sie seufzt und grinst verschmilzt. I hoped you would assist me in a delicate matter. But it appears you're more nuisance than help. I have no further use for you. Perhaps later. You're dismissed, Fatebinder. Ich hatte gehofft, du könntest mir bei einer heiklen Angelegenheit helfen, aber du bist offenbar mehr ein Ärgernis als Hilfe. Ich habe keine weitere Verwendung für dich. Vielleicht später. Wegtreten, Schicksalsbinder. Stumm reinblicken. I said dismissed until I have further need of you. Your presence displeases me. Ich sagte wegtreten, bis ich wieder Verwendung für dich habe. Deine Anwesenheit missfällt mir. Dieses Mal nimmt ihre Stimme einen anderen Ton an. Sie kreischt wie ein Kiesel, der in einem Schleifstein eingeklemmt ist. Du spürst es bis hinab zu deinen Zehen und du wünschst dir nichts sehnlicher, als schnell zu verschwinden, bevor die Archonte noch einen einzigen Ton ihres grauenhaften Liedes singen kann. For the love of Kairos! That was the Archon of Song in the flesh! Bei Kyros, das war die Archonte der Lieder höchstpersönlich. Seufzt Land wie ehrfurchtsvoll und blickt sich verstohlen um, und noch einen Blick auf Cyrin zu erhaschen. Geh weiter, es ist besser, sie nicht zu beleidigen. Ach, die, wir kennen uns schon ewig. You know the Archon? I dare say, traveling with you will prove most illuminating. Du kennst die Archonte, mir scheint, es wird höchst erleuchtend sein, mit dir zu reisen. You there! The one in the tin barrel. Remove my helmet. Du da in dem Zimmfass, nimm mir meinen Helm ab. You address me, lady? Finer craftsmanship I have never seen. You wish the helmet removed. Sprichst du mit mir? Eine edlere Handwerkskunst habe ich noch nie gesehen. Du möchtest den Helm ablegen? Berend steht zögernd vor Cyrin. Es scheint gleichermaßen gewillt, ihren Befehl zu befolgen, und unruhig nervös. Beric zurückhalten. Du packst Beric bei dem Schulterplatten und hinderst ihn daran, näher an Cyrin heranzutreten. Das hat mir Athletik gebracht. Der riesige Mann setzt an zu protestieren, blickt dich dann jedoch mit plötzlicher Klarheit an. Thank you. I don't know what came over me. Danke, ich weiß nicht, was in mich gefahren ist. Archon, with all due respect, we will keep our distance from each other. I would not engage with you again, accompanied or no. Archonte, bei allem Respekt, wir werden Abstand voneinander halten. Ich möchte nicht erneut mit dir in Berührung kommen, ob in Begleitung oder nicht. Once again, the worm dares to defy the songbird. Don't worry, little worm. One day the bird will get her prey. Wiederum wagt es der Wurm, sich dem Singvogel zu widersetzen. Keine Sorge, kleiner Wurm. Eines Tages wird der Vogel seine Beute bekommen. Be gone, worm. Verschwinde, Wurm. Okay. Das ist Cyrin und das ist Aalglatsch Dalos. Oh ja, verkaufen wir erstmal Schrott bei ihm. Waren. Du hast zwar grüne Sachen.
und noch Sigilschriftrollen, die ich gerne hätte, aber... Die Sachen sind einfach nur andere, also Schrott. Aber Schrott, der mir gut Geld einbringt. So, was habe ich hier? Hier sind Gebrauchsgegenstände, die möchte ich erstmal nicht verkaufen. Eine AirTexen-Kapuze, die sollte ich mir nachher mal vielleicht besser ansehen. Die Vendrian-Wachen-Sachen, so, die behalte ich. Aber hier zum Beispiel der Kopfwickel, der kann weg. Waffenmäßig. Krummes Eisenschwert will ich erstmal nicht verkaufen. Bronzefalks der Ehrenwaffe kann schon mal weg. Wir haben drei Erdhexenstäbe, von denen können zwei weg. Noch ein Bronzefalks und ein Sonnenwache-Wurfspeer, die können auch weg. Ja, okay, das war's dann erst einmal. Dann hätte ich gerne die beiden Zauberteile. Und von deinen Waffen kann ich mir jetzt zurzeit nichts leisten. Scharlachgift. Vergiftet die Waffe. Für 5 Minuten. Das ist nicht mal schlecht. Und das macht Säureschaden für 2 Minuten. Taumelnde Verbrennung. Bei kritischen Treffern. Aber nur bei kritischen Treffern. Und ist saumäßig teuer, finde ich gerade. Also das Scharlachgift ist da billiger. So, Dankeschön erstmal dafür. Okay, ich habe die Lebenskraft-Sigil bereits. Aber kanalisierte Stärke. Kanalisierte Stärke, damit kann ich jetzt neue Kombinationen machen. Anstieg des Ruhms. Schaden und Entschlossenheit. 40 Wille. Äh, 40 Wissen. Okay. Eiszapfensturm. 40 Wissen. Der hat einen Kegel. Ah ja. Jeder Treffer durchdringt. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Nimm du mal den Zauber rein. So. Was ist mit dir? Verstand zersetzen. Reiner Schaden. Benommen, betäubt. 100 Grad Kegel. Den kriegst du mal. Frost, Lebenskraft. Mhm. Illusion beherrschen. Das muss ein bisschen steigen bei dir. Okay, das heißt, ich kann den Eindinger wieder zurückverkaufen. Ach, hat mich jetzt 3 Bronzeringe gekostet, weil ich nicht aufgepasst habe. Okay. Das heißt, wir können das Lager erstmal hinter uns lassen. Hier gibt es nämlich niemanden, mit dem wir jetzt wichtig ist. Oh doch, halt. Meine beiden Trainingskumpanen da unten. Von euch beiden hätte ich gern vielleicht noch was beigebracht. Etwas, was vielleicht für ein Level-Up oder so reichen würde. Schicksalsbinder. Rasa, zeig mir, was du mir beibringen kannst. Nichts Wichtiges. Und Rek, zeig du mir, was du mir beibringen kannst. Ja, List. List hätte ich noch gerne.
Zweimal List vielleicht. Weil Wissen ist schon recht hoch. Bei ihm ist Wissen recht niedrig. Egal. Wissen und List brauchen wir beides nicht. Also gib mir noch einmal. List. Gib mir noch mal List. So. Ein Levelaufstieg für mich. Mehr Lebenspunkte für mich wäre eine schöne Sache. Ich würde aber gerne besser mit meinen Waffen umgehen können und auch ein bisschen besser parieren können. Parieren. Ja. Parieren. Also nehme ich wahrscheinlich eher hier Stärke. So, und jetzt Fähigkeiten. Haltung Bollwerk. Plus 2 Rüstung, aber keine negativen Effekte. Nee, ich hätte gern Führung. Gruppe erhält zusätzliche Schnellausfallplätze. Schnellausfallplätze für die ganze Gruppe wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht. Magie. Bonus auf Wissensskill, entladender Schlag. Bewege dich im Kampf schneller. Distanz, durchdringender Wurf. Verleiht dir einen Bonus auf den Schaden, den du betäubten oder niedergeworfenen Gegnern zufügst. Auch nicht schlecht. Bollwerkshaltung, Haltung Herausforderer. Großwaffen brauche ich nicht. Geschicklichkeit. Hagel aus Hieben wäre auch nicht schlecht. Ersetze bei der Verteidigung gegen Fernangriffe ausweichend durch Parieren wegen, wenn letzteres überlegen ist. Das wäre auch nicht schlecht. Aber ich glaube, ich verbessere erstmal weiter meine Verteidigung. Schildschnack, leider das Schild und benommen wird. Bollwerkshaltung wäre nicht schlecht, dann kann ich nämlich solche Sachen, Rüstungsboni und so machen. Also erstmal gucken, was brauche ich nicht. Magie will ich, brauche ich jetzt vielleicht nicht unbedingt. Wobei zusätzliche Zauberplätze für mich. Ist auch nicht schlecht, zusätzliche Zauberplätze zu haben. Verleiht einen Bonus auf den Wissensskill. Geschosse auf den Gegner zurückwerfen. Bogen können. Durchdringender Schuss ersetzt Herzschuss. Ne, ich nehme mal das. Ich bin mir immer noch nicht sicher. Das hier wäre auch nicht schlecht. Nehme ich mal das, dass ich ein bisschen Führungsskills kriege. Ja, Wille des Befehls, dass wir mehr Schaden machen. Oder zu den Waffen. Ja, machen wir mal so. Gut. Danke fürs Training, Leute. Wir gucken jetzt von hier aus erst einmal nach oben zum Fluss und gucken mal, wo die Eisenlieferung geblieben ist. Bevor wir ins Lager der Geschmähten zurückkehren. Also auf zur Echo-Ruf-Kreuzung.
So, Echo-Rufkreuzung. Da sind Antonio und Bitterwitz. Oh, und da ist was versteckt. Ein neuer Sigilkern. Das ist immer nicht schlecht. Magischen Kern.